Letzte Woche gab es aber nicht nur Neues zu EverQuest zu berichten, sondern auch zu Star Wars The Old Republic, denn da ist ja ein neues Update erschienen und das bringt unter anderem erstmals echte Reittiere ins Spiel. Mitten im Sommer haben wir den Jürgen in die Eiswüste geschickt und aus der ist er gerade wieder zurückgekehrt und zwar mit was? Mit einem eigenen Tauntaun-Reittier. Yay! Ja, weil die kann man jetzt ganz still und heimlich, wurden sie eingeführt in Update 2.3 und man kann jetzt auf dem Eisplanetenhof ein Tauntaun finden und zähmen, wenn man eben sich ein bisschen Arbeit macht und Tauntauns gegen grässliche Monster verteidigt. Sehr schön. Schaut euch das mal an. Auf die Jagd nach den Tauntauns begeben wir uns nach Hoth, auf den eisigen Planeten. Und erzähl uns mal, wo es losgeht. Ja, es geht los hier im Falle meiner Kopfgedeckerin in der imperialen Dornenbasis. Und da, wenn man rausgeht aus dem Bunker, sieht man hier schon zwei Tauntauns und zwei Tauntaun-Dompteure oder sowas. No. Genau, das ist schon mal ein guter Vorgeschmack, was man bekommt. Und hier gibt es zwei Tauntauns, nämlich dieses hier. Das ist für 15 so komische Tauntaun-Domestizierung. Tauntauns-Tokens, genau. Und das sieht dann so aus, also ein ziemlich großes Viech. Hübsch. Und es hat so ein bräunliches Fell auch, also es sieht anders aus als handelsübliche wilde Tauntauns. Und es gibt da hinten noch ein teures Allerwelts-Tauntaun, das gegen müssen Leute kaufen, die Free-to-Play-Spieler sind. Mhm. Die anderen dürfen sich's aussuchen. Und man kann, sexy. Ja, also man kann jetzt hier kaufen Tauntaun-Köder, das sind so Früchte, und Tauntaun-Tokens kann man auch direkt kaufen. Das heißt, es kostet bei 100.000 pro Token 2 Millionen ein reguläres Tauntaun zu bekommen und 1,5 Millionen für das Premium-Tauntaun. Ja. Das ist also sozusagen die faule Methode, so ein Viech zu kriegen. Aber wir sind ja nicht faul. Genau, wir sammeln unser eigenes Tauntaun. Weil diese Marken kann man sich auch zusammen farmen. Dazu muss man aber Tauntaun-Nester finden. Ich habe die mal auf der Karte mal kurz eingekreist. Man hört übrigens auch schön diese Tauntauns hier umgackern und schnattern. Ja. Also diese Original-Soundeffekte, die sind jetzt auch drin. Und hier sieht man schön, wie man sich sonst ins SW-Tor fortbewegt, nämlich mit einem Speeder. Ja, langweilig. Genau, also es gibt auch 100.000 verschiedene von denen mittlerweile. Aber genau, hier sehen wir auch übrigens wilde Tauntauns. Die könnte ich jetzt auch abschießen, aber mache ich nicht. Nein. Genau. Wir sind ja Tierschützer. Richtig, wir wollen die ja retten für das Imperium. Und jetzt fliege ich halt mal erstmal dahin. Und hier, ein bisschen abgekürzt, bin ich schon. Da sehen wir schon einen Haufen Sith-Lords, die alle auch einen Tauntaun wollen. Und hier ist ein sogenanntes Tauntaun-Nest mit Tauntaun-Kitzen oder Tauntaun-Kitze auf Deutsch. Und die muss ich jetzt füttern mit diesen leckeren Früchten. Und wenn ich Glück habe, kommt da die Mami und freut sich, weil ich ihr Jungen da fütter mit Früchten. So, da kommt sie schon. Ja. Es ist aber auch das Problem, dass wenn zu viele Tauntauns auf einem Ort sind, kommt ein Wampa, das die fressen möchte. Und den muss ich jetzt umnieten. Das Tauntaun hilft mir dabei, übrigens, wie du siehst, das boxt hier rum. Sehr praktisch. Genau. Also ist eigentlich kein Problem für einen gut ausgestatteten Charakter, die umzuhauen. Außerdem helfen mir die Sith-Lords hier mit, weil die wollen auch schnell ans Ziel kommen. Und wenn ich das erwischt habe, dann sehe ich jetzt rechts oben so einen Quest-Erledigt-Marker. Und wenn ich da drauf klicke, dann bekomme ich eine Tauntaun-Token. Ein Tauntaun-Token. Genau, und das mache ich jetzt halt so oft, wie ich will. Ich kann jedes von diesen Kitzen einmal in 20 Minuten füttern. Das Gute dann ist, die werden nicht verbraucht, wenn das andere tun. Also das heißt, jeder kann die anklicken und jeder hat das einen eigenen Timer. Ist also nicht nötig, hier, keine Ahnung, PvP aufzumachen und alle umzubringen, die Tauntauns belästigen. Allerdings habe ich nur ungefähr 30%ige Chance, dass so ein Viech kommt. Also das ist so, ja, also normalerweise ja einer von drei Versuchen klappt. Und dann sieht man wieder, kommt wieder das Wampa und das Ganze geht wieder von vorne los. Das heißt, dadurch, dass du drei anklicken kannst alle 20 Minuten und du eine Chance von einem Drittel hast, dass ein Wampa kommt, quasi kann man drei Tokens in einer Stunde in etwa. Nee, kann man nicht. Das geht viel, viel schneller, weil es gibt erstens mehr als ein Nest. Es gibt hier an dieser Startkarte von Imperium allein schon zwei. Das ist jetzt das zweite Nest, glaube ich sogar. Und es gibt dann in diesem Bonus-Missionsgebiet, dieser Clapper-Tundra oder wie die heißt, gibt es dann eben noch mehr. Da sieht man jetzt auch gerade die Tokens, wie man die bekommt. Ja, das ist ja praktisch. Das heißt, in einer Stunde, wenn man Glück hat, kann man durch sein. Ja, es gibt sogar noch geileren Trick, den zeige ich nachher. Man kann nämlich einfach die Instanz wechseln, wenn mehrere Instanzen auf sind. Und da kann man die gleich nochmal abfarmen. Also das geht wirklich ruckzuck, wenn man ein bisschen Glück hat. Und man kann ja, das Schöne ist, wenn man irgendwann mal zu blöd meint, hey, ist mir zu doof, das Grinden hier. Da ist zum Beispiel das nächste Nest da unten oben. Da sieht man auch einen anderen Speeder mal wieder. Ich zeig mal so die schöne Auswahl, was man alles an motorisierten Gefährten hat.
und dann später das Tauntaun. Nee, aber man kann eben, wie gesagt, da die Instanz wechseln und das alles immer wieder machen. Also das geht dann wirklich schnell und man kann halt dann, wenn man sagt, jetzt reicht's mal, für 100.000 sich auch noch so einen Token halt kaufen. Wenn man jetzt sagt, hey, jetzt brauche ich noch zwei Stück, jetzt habe ich keinen Bock mehr, jetzt kaufe ich's mal. Also sehr schön gemacht. Genau, da sind sie wieder, die kleinen Tierchen. Und da zum Beispiel hat es jetzt gar keinen Erfolg gehabt, jetzt habe ich so eine Frucht versaut. Also ich brauche schon so 30, 40 Früchte, muss ich schon kaufen. Die kosten 500 pro Stück. Also wenn jetzt irgendeiner rechnen kann, dann kann er mir jetzt ausrechnen, wie viel ich dann brauche bei einer Chance von 33%. Für 15 Marken oder 20. Das ist günstiger als 2 Millionen. Aber es ist günstiger als 2,5 Millionen, das habe ich mir auch gedacht. Und genau, und dieses Wampa, wie gesagt, das ist auch ganz praktisch. Das hat immer die Stufe, die dein Charakter gerade hat. Ganz praktisch. Sehr genau. Kannst auch nicht unbedingt aus den Schuhen gehauen werden, es sei denn, du stellst dich ein bisschen doof an. Ja, also das nächste gefährlich ist, man sollte auf keinen Fall bei solchen Massenversammlungen Flächenangriffe nehmen, weil später, glaube ich, sieht man es leicht, da sind oft ein paar so gemeine Sith-Lords unterwegs, die stellen sich auf PvP. Ja, super. Und wenn man sie dann aus der Szene angreift, ist man auch PvP und dann können sie dich umwaschen. Und das ist nicht so schön, weil dann bist du halt tot und niemand anders schnappt deine, also beziehungsweise musst du wieder warten, bis du wieder da bist und hast Reparaturkosten, also muss ja nicht sein. Das ist ein beliebtes Phänomen, was ich auch schon damals beim ersten Welt-Event auf Tatooine mitgekriegt habe. Ja, mit den Wackgulen, ja. Das machen so garstige Leute sehr gerne. Ja. Also muss man sehr gut aufpassen. Ansonsten ist hier ein gutes Teamwork, also meistens schießt jeder sofort auf den Wampa, wenn er hier auftaucht. Also die Viecher, die leben nicht lange. Alles, was sich bewegt, wird sofort umgehauen. Richtig, also außerdem geben die noch Erfahrungspunkte, wenn man noch nicht Maximalstufe ist, beziehungsweise man bekommt Vermächtnispunkte. Da kann man auch seinen Twig schneller kriegen, seinen Ewok, da braucht man Stufe 40. Und ja, also wie gesagt, das geht eigentlich alles sehr, sehr gut. Genau, jetzt sehen wir hier das andere Gebiet, da ein Tauntaun ist, da ist eins und da unten ist auch nochmal eins. Das heißt, wenn man da immer wieder Instanzen wechselt und hin und her springt, dann geht das ganz gut. Schön. Da ist auch nochmal ein neuer Speeder. Der sieht allerdings ein bisschen hübscher aus als so der Standard-Normal-Serkar-Speeder. Das ist ja auch der so tolle Kui-Speeder. Genau, und jetzt habe ich meine Marken zusammen. Wir haben das mal vorbereitet. Und jetzt kaufe ich mir das billige Tauntaun, also das Premium-Tauntaun eigentlich. Das kriege ich nur als Abonnent. Und hier habe ich es jetzt. Jetzt kann ich es, wie gesagt, aktivieren als Speeder. Also als Mount als sozusagen. Als Speeder. Ja, ich kannte bisher nur Speeder hier. Jetzt gibt es Droiden-Tauntaun. Genau. Und hier ist er jetzt. Oh. Der quiekt auch so komisch rum. Und hier mal so eine Nahaufnahme. Also ist auch ziemlich groß, das Viech. Da ist so ein wilder Artgenosse als Vergleich. Der noch ein bisschen größer ist, habe ich den Eindruck. Ja, ein bisschen, ja. Ja, der ist wohl geschrumpft beim Zähmen. Und hier ist mal ein paar, wie das sich aussieht. Also man läuft mit dem Viech halt rum. Und es hat auch so Gepäcktaschen auf dem Rücken drauf. Ganz schön. Ist ganz hübsch. Kannst sehr hübsch wenden und auch damit durch die Gegend hüpfen. Wenn man gleich sehen wird. Also ja, das macht dann so hübsche Hopser. Man kann sich auch sehen im Flug und Pirouetten. Auch schön. Ja, also das ist wie gesagt ein sehr, sehr cooles Viech. Also das werde ich mir jetzt schön zusammenfarmen mit all meinen Charakteren. Und wie gesagt, dank diesen vielen Nestern und dass man es eben nicht farmen muss, geht es eigentlich ganz gut. Und wenn wir schon bei SWTOR bei neuen Updates sind, dann ist auch der Weg zu Guild Wars 2 nicht weit, denn auch da ist ein neuer Patch erschienen. Und was da so alles drin steckt, zeigen wir euch im nächsten Beitrag. Ja, ist mal wieder Guild Wars Zeit, ne? Neues Update erschienen am Dienstag, das Kronjubiläum der Königin und Jürgen hat's gespielt. Genau, ich habe es brandneu angefangen zu spielen, als es rauskam. Und hier sehen wir schon, man hat hier wieder mal Änderungen an der Spielwelt. Und zwar ist hier ein wunderschöner roter Fesselballon. Mit dem man jederzeit kostenlos nach Götterfels fliegen kann, weil da ist das Kronjubiläum der Königin von Quaita, Jenna heißt sie. Aber man kann da nicht gleich losfliegen, man muss erstmal ein kleines Event erledigen. Und das ist jetzt in dem Fall zum Beispiel ein sogenannter Champion der Königin, der eben so ein Ritter, der fordert eben alle zum Duell heraus und erst dann kann man losfliegen. Der ist ein ziemlich harter Brocken übrigens und wirbelt ständig durch die Gegend. Und ich sehe schon, ihr seid ja hier nur zu zweit, ne? Habt ihr das trotzdem? Drei sind wir, das ist zufällig zusammengekommen. Also das hat das typische Guild Wars, die Gruppendynamik, dass sich da immer spontan irgendwas findet. Weil ja jeder belohnt wird, egal ob er am Anfang dabei war oder nicht. Das ist jetzt auch interessant, der beschwört jetzt hier lauter so Tiere noch, aber wir haben ihn dann letztendlich besiegt und durften dann uns an die Ballonreise machen. Als besonderer Schmankerl hat auch die Königin als Gastgeschenk für alle Gäste ihres Festes da oben eine wunderschöne Truhe versteckt. Also es versteckt hingelegt und
hinlegen lassen wahrscheinlich. Ja, die macht sich nicht die Hände schmutzig. Nee, nee. Und da sind eben auch schon lustige Sachen drin, wie zum Beispiel so Einbau-Dinger für Rüstungen. Es gibt übrigens auch ein Event, wo diese Ätherklingen-Piraten, die wir ja schon kennen aus dem Drachengepolter, so einen Ballon überfallen. Also auch die tauchen auch wieder auf. Jetzt mal kurz als Zwischendurch-Frage. Du bist ja ein Char. Bist du denn zufrieden, wie die Wahl ausgegangen ist? Die Ellen Keener hat ja gewonnen. Nee, gar nicht. Ich bin sehr unzufrieden. Ich wollte eigentlich meinen Char-Kameraden hier. Haben die eigentlich Zahlen veröffentlicht? Ja, 48% für Evan und 52% für Ellen Keel. Ja, war es ja ganz schön knapp eigentlich, ne? Ich hätte halt auch gedacht, der Char gewinnt, ne? Weil ich habe halt viel in Foren gelesen, dass die Leute doch eher wohl den Schlitzklinge wollen und nicht die Ellen Keel. Ja, aber heute sich beschwert schon und gemeint, das wäre unfair, weil der die Schlitzklinge hat eben den besseren, das beste Dungeon, aber er wäre halt so ein doofer Char. Ja, aber Don wäre ein bisschen interessanter gewesen. Ja, finde ich absolut, aber ich mag ihn auch lieber. Ja, hier sehen wir jetzt wieder ein neues Minigame und zwar der Fackellauf. Den gab es, glaube ich, so ähnlich schon in Guild Wars 1. Und hier geht es darum, in einem bestimmten Zeitlimit, also bevor deine Fackel ausgeht, hier diese ganzen Leuchtfeuer anzuzünden in diesem Parcours. Es gibt übrigens mehrere davon in ganz Götterfels. Und hier muss man ganz genau sich einen Weg überlegen und muss sehr präzise springen können über diese komischen Hecken, was mit dem Char wieder mal sauschwer ist. Ich meine, ja, so als kleiner Asura geht das, glaube ich, ein bisschen besser, aber ich bin ja nicht so ein Sprungrätselfreund. Ja, und das Ding verzeiht dir keine Fehler. Du darfst da nicht daneben springen. Oh je. Du darfst auch keinen Fehlweg gehen. Du musst genau wissen, in welcher Reihenfolge du die Dinger anzündest. Man hat schon mehrere Versuche, oder? Man kann das so lange versuchen, bis es klappt. Richtiger Effekt hat wieder von vorne an, das ist langweilig halt. Also man muss das schon gut können. Und da gibt es dann, wie gesagt, so Punkte wieder auf das Meta-Event, das man mit 16 Erfolgen abschließen kann. Gibt es eine direkte Belohnung dafür, wenn du es hier geschafft hast? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, oder ich weiß, wir sehen es jetzt gleich, aber ich glaube, da gibt es gar nichts. Das ist jetzt, glaube ich, nur zum Spaß. Wie viele Versuche hast du gebraucht, bis du das hier geschafft hast? 3 Stück. Ja, dann geht das ja eigentlich vom Zeitpunkt. Also ich habe jetzt nur noch Dinge bekommen, einen Eventpunkt. Genau, das ist jetzt hier der Lore-Teil. Kennst du vielleicht die zwei noch? Rox und Bohem? Ja, natürlich. Also das habe ich auch durchgespielt. Die sehen wir wieder. Die sind hier eingeladen, weil Roxy ist jetzt hier die offizielle Botschafterin der Char geworden, weil Whitlock Brimstone will nicht. Und ja, deswegen hat er sie geschickt. Hat Besseres zu tun, der Whitlock. Oder der hat keinen Bock auf Logan, das kann auch sein, also, mit dem noch Probleme hat. Und hier geht es eben darum, dass die Arena hier eröffnet werden soll, weil die Arena symbolisiert den Kampfgeist der Menschheit. Und ja, leider wird es gleich unter Probe gestellt, denn die Ätherklingen greifen an. Also hier gibt es den großen Knall gleich am Anfang schon. Und die tauchen hier einfach auf und haben in der Mitte sieht man schon hier Logan gegen Whitlock kämpfen anscheinend. Aber dieser Whitlock ist so ein komisches Konstrukt, das jede Gestalt annehmen kann. Das ist eigentlich als nette Idee gedacht gewesen, aber die Piraten haben das irgendwie sabotiert. Das ist das Luftschiff. Das ist das Luftschiff der Piraten. Ja, die sind richtig fies. Wir haben auch wieder einen ganz bösen Piratenkapitän, der gleich auftauchen wird. Und auch wieder eine Kapitänin. Also anscheinend sind die Ätherklingen streng matriarchalisch organisiert. Die haben vielleicht auch eine Frauenquote. Ja. Bei den Piraten. Wer weiß. Definitiv. Ja, es ist auffallend oft, ne? Dass so die bösen Gruppen da wie weibliche Anführer haben. Das ist mir wirklich aufgefallen diesmal. Das ist echt interessant. Ja, hier haben wir auch wieder eine Frau, die das Problem lösen muss, nämlich Rox. Die muss nämlich jetzt mit ihrem Bogen die Piraten da hinten abschießen. Und das kann sie nur, wenn ich sie beschütze. Und das sieht man, wenn das Ding rot ist, dann ist sie in Gefahr und jetzt kann sie schießen. Und da unten steht die eben und die legt jetzt gleich an, aber sie trifft sie halt leider nicht, weil die sich immer wieder wegteleportiert. Und sie sagt dann immer, hey, Abraham ist schuld, der legt mich ab. Shut up. I would have hit her, but she blinked away. Now be quiet, you're jinxing me. She's back. Over there. Genau, dann muss man sie halt immer wieder erwischen und letztendlich erwischt man sie dann irgendwann mal auch, beziehungsweise sie verschwindet dann einfach und lacht. Und ganz am Ende taucht sie dann nochmal auf und sagt, ja, das war nicht das Letzte, was ihr von mir gesehen habt. Und da bleibt es dann abzuwarten, ob noch weitere Sachen passieren. In 2 Wochen ist ja schon wieder ein neues Update fällig. Oh, weißt du schon, was kommt? Oder? Eben nicht, das haben wir auch die Entwickler nicht verraten wollen, obwohl ich wehrhaft nachgefragt habe im Interview. Stimmt, du hattest ja noch diesen Call. Haben sie da noch irgendwelche zusätzlichen Infos rausgelassen oder wollten sie da Sie haben gemeint, es wäre eine Überraschung, wenn wir es verraten würden. Und dann hat noch eine gemeint, ja, vielleicht ist die Überraschung diesmal, dass nichts passiert. Das hoffe ich zwar nicht, aber ja. Das kann ich mir nicht vorstellen. Genau. Also das wäre schon sehr lame. Weil vor allem Rox wird jetzt auch gleich zur offiziellen Inspektorin ernannt, die das Ganze aufklären soll. Ja, volle Frauenpower, ne? In Krüta. Genau. Da sieht man schon die böse Piratin jetzt. Das ist eine Silvari anscheinend diesmal.
Sieht jetzt irgendwas von einem speziellen Projekt, das sie mit uns machen möchte? Wir führen alle was im Schilde. Ich vermute ja auch, dass Ellen Kiel noch irgendein dunkles Geheimnis hat. Naja, ja. Ihr werdet schon noch sehen, was da passiert. Das sehen wir dann, ja. Das ist jetzt selber schuld. Das ist so wie in Star Wars. Genau. Alle denken, der nette Piper Time. Die falsche Person gewählt. Genau. Ja, genau, das ist jetzt hier auch das Spektakulärste hier am neuen Update. In dieser Arena soll ja der Kampfgeist der Menschen gefördert werden. Und dazu haben die eben so holographische oder so Konstrukte, die die Gestalt von irgendwelchen Monstern annehmen. In dem Fall Zentauren. Und die kann man hier nach Herzenslust verkloppen. Und in der Mitte steht so ein riesen Viech, legendärer Gegner. Das heißt, man muss so einen Zerg mit 20, 30 Leuten hier zusammensuchen, um den zu schaffen. Das ist ein absoluter Massenkampf. Aber da liegt natürlich unglaublich geile Belohnung. Also ich habe meinen Charakter noch nicht auf Maximallevel. Der wird natürlich hochgehoben auf 80. Das finde ich immer ziemlich cool, weil ja, dann kann eigentlich jeder mitmachen. Ne? Und man levelt hier wie die Sau. Das geht sowas von schnell. Also wirklich herrlich. Also absolut coole Alternative zu dem ewigen Upgrinden von irgendwelchen Events auf der Karte. Das geht hier, mein klar ist auch ein Grind, aber es geht halt unglaublich schnell. Ist auch richtig schnell. Schön viel los, wie man hier sieht. Also ja. Server sind noch gut gefüllt. Absolut. Ich war hier nur im Überlaufgebiet. Also, das war noch nicht einmal das Richtige. Ja, das ist halt auch schön, weil halt alle zwei Wochen neues Zeug kommt, ne? Und dann loggen sich die Leute halt ein und wollen sie spielen. Ja, und jetzt dann noch für Leute, denen der Grind zu blöd ist und die mehr Skill haben und den auch brauchen werden, das ist das Aufbietungsturnier. Diesen Glaskuppeln kann man sich einzelnen Gegner stellen, die alle eine bestimmte Bossmechanik haben. Also hier sieht man nochmal von oben, das findet alles gleichzeitig statt übrigens. Auch die Kämpfe könnt ihr in Echtzeit beobachten. Das heißt, ihr müsst natürlich auch warten, bis ihr dran seid. Also es kann immer nur einer in so einer Gruppe kämpfen. Das klingt ziemlich cool. Hast du denn einen gemacht? Ja, ich habe mehrere gemacht. Das Problem ist nur, man braucht so spezielle Tickets, um da reinzukommen. Deswegen kann man es nicht unendlich viel machen. Das ist jetzt zum Beispiel einer so ein Gegner. Das ist so ein Quaggan, also so ein dummes Viech da. Oh Gott, ich sehe schon. Der wird aber immer größer, wenn ich auf ihn drauf klopp. Und dann muss ich ein bisschen weglaufen und ihn kiten, damit er wieder kleiner wird. Es ist jetzt mit dem Krieger ziemlich scheiße. Also ein Dieb mit Pistolen hat es da ein bisschen leichter. Und leider habe ich es meinem Timing versaut und deswegen haut er mich jetzt auch gleich um. Ich sehe schon, er ist ganz schön harter Brocken, ne? Der hat ganz schön viele Lebenspunkte. Ja, eben. Und man hat ein Zeitlimit. Wenn du es nicht rechtzeitig schaffst, dann geht der Boden auf und du stürzt nach unten in die Arena und liegst dann das Leiche im Grindroom. Du bist unwürdig und so. Ja, also das ist sehr geil. Also das ist wirklich, gab es in Eye of the North übrigens in Guild Wars 1 bei den Neuen auch mal so eine Arena. Mit, ja, die Zwergenarena, ne? Genau. Das ist auch wieder so eine Hommage an das Ganze. Da konnte man sich ja diese Aufzeichnung da spielen. Ich weiß nicht, ob du die kennst, für dieses kleine Moa-Pad. Man kriegt Zoos Aufzeichnung oder sowas hieß das, glaube ich. Die haben dann dieses Ding gestartet oder die brauchte man dafür. Ja, also wie gesagt, hier gibt es auch wieder tolle Sachen zu gewinnen, aber es ist unglaublich schwer. Die Entwickler haben gemeint, das ist das Schwerste, also gerade der Endkampf, den ich nie erreicht habe. Ich denke mal, da hat man dann wirklich einen Vorteil, wenn man Level 80 Charakter hat, ne? Ja, mit gutem Equipment. Also wie gesagt, die haben gemeint, was schwer ist, gab es bisher nicht. Ja, tolles neues Update. Was gibt es eigentlich für Belohnungen, Jürgen? Ja, es gibt ganz tolle neue Waffenskins als Belohnung. Da braucht man allerdings sehr viele Zahnräder und Zahnräder bekommt man nur durch diesen Grind, beziehungsweise ja, als Belohnung für die Einzelkämpfe. Also man muss immer fleißig Eventquests machen und so, ja, aber die sollen ja eigentlich ganz spaßig aus. Ja, es ist sehr lustig und man kann in der Wartezeit, die man auf seinen Einzelkampf wartet, unten ein bisschen rumzacken. Also das geht alles sehr, sehr gut. Mhm. Und die Waffenskins sehen teilweise sehr, sehr geil aus. Es gibt einen allgemeinen und einen für jedes Volk in Guild Wars nochmal zusätzlich. Also die sind alle sehr schön. Und es gibt ein Minipad für den allgemeinen Event, Meta-Event. Das kann jeder schaffen und es gibt einen von den Endgegnern dieses Einzelturniers und das soll so schwer sein, das haben die Entwickler gemeint, das haben doch nur 5 von 100 Beta-Testern geschafft überhaupt und das soll so schwer sein, dass wer es mit sowas rumläuft, der soll als totaler Badass überkommen. Also auf jeden Fall cooles Update und schaut mal rein und spielt euch die schicken neuen Waffenskins. Genau. Das war's für diese Ausgabe der BAFT-Show. Das Kommentarspiel kennt ihr ja schon. Wenn ihr Feedback zu dieser Show habt oder vielleicht auch Themenwünsche für kommende Sendungen, dann benutzt einfach den Kommentarbereich. Wir wünschen euch jetzt aber erstmal eine schöne Woche und hoffen, wir sehen euch bei der nächsten Ausgabe der BAFT-Show wieder. Sieht ein bisschen komisch aus, wenn ich von hier moderiere, aber vielleicht ist es auch ganz lustig. Warcraft rein, Ryan. Und natürlich wieder Themen. Klaus ist mal wieder dran. Und das letzte Thema habe ich glatt vergessen. Schade. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der BAFT-Show. Du verziehst ganz komisch das Gesicht. Oder vielleicht auch Themenwünsche. Jetzt habe ich ganz komisch geatmet. Sony Online.
Was ist mit? Hätte ich jetzt auf sich sagen müssen, der Satz wäre ganz gewesen? Ja, ich weiß nicht. Eins der ganz großen... Ganz...